Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Das ist jetzt Part 2 von unserem BMS mit Wasserschaden und defekte Bauteile. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, zeigt das BMS einen Akkuzellenfehler an und dem werden wir jetzt mal auf den Grund gehen. Dafür schalte ich jetzt auf meine andere Kamera um. So. Jetzt haben wir hier unser BMS, und zwar messen wir jetzt mal die Verbindungen von diesen CAN-Bus, Zellanschlüssen hin zu diesem Balancer IC. Also über diese Anschlüsse werden die einzelnen Akkuzellspannungen ausgewertet. Wenn da was nicht passt, haut der Chip einen Fehler raus an den Hauptprozessor und er sagt dann, da passt was nicht, ich schalte lieber ab. So, und wie ihr seht, sind diese SMD-Widerstände oben durch die Löcher mit etwas verbunden und unten natürlich auch mit den ganzen Transistoren. Und jetzt werden wir einfach mal diese ganzen Bauteile auf ihre Verbindung zum Balancer IC durchtesten. Und zwar fangen wir mal an mit der oberen Reihe. So. Zwar nehmen wir mal den ersten. Der passt. Der zweite ist der da, der passt auch. Der dritte ist der passt auch. Der vierte ist hier oben. Der fünfte, der sechste, der siebte passt auch. Diese beiden sind nirgends angeschlossen. Und der achte. Am achten haben wir wohl keine Verbindung. Halt, der falsche, da muss ich messen. Doch, da ist auch eine Verbindung. Das passt auch. Und jetzt gehen wir mal rüber an diese Anschlüsse. Darüber werden die Akkuspannungen ausgewertet. Und zwar einmal hier. Das passt. Dann diese hier. Dieser passt, das ist der hier oben, der passt auch, der passt, das ist dieser, der passt auch, der passt, der passt, und zu guter Letzt, der passt auch. Also an diesen Anschlüssen liegt es schon mal nicht. Jetzt testen wir noch die Ansteuerung von den MOSFETs, weil diese schalten sich durch beim Laden und beim Entladen. Und ansonsten trennen die Akkuspannung vom Ausgang oder Eingang, je nachdem, das ist ein kombinierter. Und diese Verbindung von da geht nach da. Die ist auch vorhanden. Ja, so finden kann ich jetzt da nichts, was die Verbindung stören würde. Schauen wir uns mal die Platine genau an. Jetzt ihr seht hier diese
Durchbohrungen, die sind ein bisschen korrodiert, aber das macht nichts. Die enden nur auf der Rückseite an Prüfpunkten. Das heißt, die sind nicht relevant für unsere Messung. Da seht ihr nochmal die Lötbrücken, die ich reingesetzt habe. Geht darüber und dann da hoch. Ja. So, sehen kann ich jetzt nicht mehr, nicht wirklich was. Sieht alles eigentlich in Ordnung aus. Dann werden wir jetzt einfach mal das BMS nochmal an den Akku anschließen. Und einfach mal schauen, was der Akku jetzt macht, beziehungsweise auch mal die MOSFETs unter Spannung durchtesten. Sollte natürlich nur einer machen, der weiß, was er da macht. Schließen wir jetzt mal Strom an. Dauert mal einen kleinen Moment. So. Noch lädt es. Wie ihr seht, er blinkt. Blinkt nach wie vor. Dann werde ich jetzt mal versuchen, den Ausgang freizuschalten. Dafür muss ich erstmal ein bisschen meinen Kabelwirrwarr hier unter Kontrolle kriegen. So. Na. So. Schauen wir einfach mal, ob der Ausgang offen ist. Der Ausgang ist offen. Er schaltet auch komplett durch. Dann schließen wir noch mal kurz das Ladegerät an. Tja, wie es aussieht, ist der Akkuzellenfehler weg. Das Einzige, was ich mir jetzt denken könnte, was war, dass einer von diesen MOSFETs gehangen hat, beziehungsweise die Transistoren für die Ansteuerung. Aber irgendwie ist der Fehler jetzt weg und das BMS verhält sich ganz normal. Ich blende euch hier mal ein kurzes Video ein, wie es ist, wenn jetzt einer von diesen MOSFETs zum Beispiel defekt ist und nicht mehr richtig durchschaltet. Dann seht ihr, wenn man versucht, den Ausgang freizuschalten, dann macht das BMS immer wieder einen Reset und versucht neu zu starten, um selber den Fehler zu beheben. Aber das klappt natürlich nicht, wenn einer von diesen defekt ist.
Und wenn man die austauscht, dann ist der Fehler meistens auch verschwunden. Also das ist wirklich das Einzige, wo ich mir denken könnte, dass einer von diesen MOSFETs gerade nicht richtig gearbeitet hat beim ersten Versuch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und bis zum nächsten Video.